Ich bin der Jürgen aus Eberswalde. Wer bist du? Ich bin Herr Lehmann. Du kannst mich aber trotzdem duzen. Hallo, Herr Lehmann. Ah, hallo. Hallo, Herr Lehmann. Hallo, Heidi. Hallo, Karl. Frank. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zum, nennen wir es mal die Pressekonferenz, eher Pressegespräch, wie wir das in letzter Zeit öfters gemacht haben, zur Dresdner Ostern. Die größte und, sagen wir mal, beliebteste Besuchermesse, die ja jedes Jahr mit sehr, sehr vielen Besuchern zu rechnen hat. Und wir hoffen mal, dass es auch in diesem Jahr so weitergeht. Wir stehen vor einem kleinen Jubiläum, was natürlich noch nicht dieses Jahr, sondern erst nächstes Jahr stattfindet, denn es ist die 24. Dresdner Ostern. Und ich habe da mal nachgerechnet, es ist auch die 19. Messe, die wir gemeinsam mit der Deutschen Orchideengesellschaft, so ist korrekt, veranstalten. Und es ist auch, wenn ich mich richtig erinnere, das 9. Mal mit dem FDF. Das heißt also, im nächsten Jahr haben wir eine ganze Menge von Jubiläen. Aber sozusagen, wir holen in diesem Jahr nochmal Schwung, damit das dann nächstes Jahr auch alles klappt. Dresdner Ostern, bewährtes Konzept. Das ist eine der wenigen Messen, wo sowohl die Aussteller als auch die Besucher nicht immer erwarten, dass jedes Jahr was völlig Neues passiert, sondern wo auf Kontinuität gesetzt wird, wo eigentlich der Schauwert das Entscheidende ist. Und wir haben uns auch in diesem Jahr ein paar kleine Änderungen ausgedacht, die dann im nächsten Jahr sicherlich auch fortgesetzt werden. Und es sind auch, was die Kontinuität angeht, die bewährten Partner mit an meiner Seite. Das ist einmal Vera Löwe, die Geschäftsführerin des Fachverbandes Deutscher Floristen der Landesvertretung Sachsen, e.V. Dann der Bernd Treter als Präsident der Deutschen Orchideengesellschaft, seit vielen Jahren schon unser Partner. Und auch seit vielen Jahren Herr Udo Seifert, der Leiter Messen im Stadtverband der Dresdner Gartenfreunde. Also ich kenne das noch als Kleingartenverband, aber das ist jetzt der Verband, mit dem wir seit vielen Jahren und von Jahr zu Jahr größer und intensiver in der Halle 3 zusammenarbeiten. Wir haben, wie gesagt, auf bewährte Konzepte gesetzt. Sie finden, dass, deshalb sind wir auch jetzt hier in der Halle, dass Sie mal einfach sehen, wie sowas aussieht, zwei Tage vor einer Messe, wo man immer das Gefühl hat, ob das noch klappt, ob das noch reicht. Das ist, kann ich Sie trösten, das ist einen Tag vor der Messe nie viel anders. Und eigentlich hat man an dem Abend davor immer das Gefühl, ob es denn noch klappt, aber es klappt immer. Und so ist es auch in diesem Jahr, wenn Sie das sehen, das ist jetzt sozusagen 48 Stunden vor Eröffnung der Messe, sieht das so aus in der Halle. Sie haben dann auch die Möglichkeit, sich ein bisschen mehr und intensiver das anzusehen. Und wenn Sie das von heute mal vergleichen mit dem, was Sie dann übermorgen sehen werden, ist das schon noch eine gewaltige Arbeit, die Veränderung hier in der Halle durchzuführen. Und das, was Sie jetzt sehen, deshalb ist es auch noch ein bisschen kühler, weil hier gehen die Türen ständig auf und zu, hier kommen Sachen rein. Das ist sozusagen der Arbeitsstatus, den wir Ihnen einfach mal zeigen wollten. Sie finden dann, wenn es fertig ist, in der Halle 1 im Prinzip alles zu den Themen Blumen und Orchideen, also mit der Deutschen Orchideengesellschaft, mit Beratung, mit Schau, mit Prämierung der besten Stände und worüber ich mich auch sehr freue, mit dem FDF, mit der Landesmeisterschaft der Floristen in diesem Jahr hier bei uns wieder. Sie werden in der Halle 3 alles zum Thema Garten und Gartenerlebniswelt finden, gemeinsam mit dem Stadtverband der Dresdner Kleingarten. Mit sehr, sehr vielen Beratungen, sehr vielen Schauwert, wie man einen Garten gestalten kann, was man so in einem Garten alles noch machen kann. Und als Partner wieder Obi mit dabei. Und in der Halle 4 finden Sie alles zum Thema Familie, Freizeit, Tiere, Streicheln, Verweilen und natürlich nicht zu vergessen in dem Innenhof und auch natürlich in den einzelnen Hallen den Schlemmerhof, wo die gastronomische Betreuung stattfindet. Das wäre sozusagen erstmal ein bisschen was zur Einführung und ich würde mal mit dem größten und langjährigsten Partner beginnen, mit der Deutschen Orchideengesellschaft, die auch in diesem Jahr wieder mit vielen internationalen
Ausstellern mit vielen neuen Produkten hier am Markt ist. Herr Treter, bitte. Ja, danke, Herr Finger. Ja, ich darf Sie auch nochmal im Namen der Deutschen Orchideengesellschaft recht herzlich willkommen heißen zur größten Orchideenschau Europas. Und Sie sehen ja, große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Ich darf mal erwähnen an dieser Stelle, seitens der Deutschen Orchideengesellschaft werden die Aufbauarbeiten rein ehrenamtlich geleistet. Ja, das sind Leute, die in ihrer Freizeit hierher kommen und das aufbauen, natürlich gemeinsam unter Zuhilfe unseres bewährten Partners mit der Messe Dresden. Ich kann Ihnen sagen, die Ausstellung macht sich auch über die Grenzen Europas hinaus immer wieder bekannt und es ist wirklich eine der erfolgreichsten Schauen, die wir haben. Wir haben deshalb erstmals in diesem Jahr einen Orchideenzüchter aus den USA hier, von Florida, der hier rüberkommt und sagt, da möchte ich einmal teilnehmen. Ja, ansonsten haben wir wieder rund 60 Aussteller. Wir erhöhen die Zahl nicht, weil wir wollen Qualität. Wir wollen keine Masse, wir wollen Qualität. Und wir haben, Gott sei Dank, sind wir in der glücklichen Lage, auch auszuwählen. Es drängen sehr viele hier rein. Aber wie gesagt, wir schauen uns die Stände genau an und dann entscheiden wir, ob er nochmal eingeladen wird, ob er nochmal eine Chance bekommt oder nicht. Weil wir eine hohe Qualität haben möchten. Wir haben natürlich dann auch wieder alle anderen Länder aus Asien da, Taiwan zum Beispiel, haben ja allein 4 Züchter. Taiwan ist ja das Herzstück der Orchideenzucht geworden. Da gibt es ja Spitzenzüchtungen. Und wir haben Anbieter aus China da, aus Japan und natürlich aus Südamerika, Kolumbien, Brasilien, Ecuador und Peru. Und wir haben auch Orchideenliebhabergesellschaften hier. Erstmals nimmt teil die Wiener Orchideengesellschaft, die einen Schaustand präsentiert. Wir haben zum zweiten Mal da die polnische Orchideengesellschaft und wir haben wie jedes Jahr da die ungarische Orchideengesellschaft, mit denen wir eine enge Freundschaft pflegen, die auch hier immer einen sehr schönen Schaustand zeigen. Sie sehen also, bei den Orchideen, bei den Blumen funktioniert Europa. Und wir nehmen natürlich auch im Mai in Polen teil mit einem Stand, so ist der Austausch. Aber hier die Dresdner Messe ist natürlich geradezu hervorragend dafür geeignet, um diese Freundschaften auch zu pflegen, durch gegenseitige Schauunterstützung. Ja, dann haben wir natürlich die Orchideentaufe mit Johnny Hill hier am Donnerstag. Sie wissen, es gibt sehr, sehr viele Züchtungen, es sind Hunderttausende mittlerweile, viele sind namenlos. Viele verschwinden auch wieder sehr schnell vom Markt. Und ab und zu wird dann auch mal bekommt einer einen Namen, wie zum Beispiel Johnny Hill. Da freuen wir uns, dass er da ist, der die Taufe dann macht. Dann haben wir am Donnerstag diese Fragestunde, die hat sich sehr bewährt hier auf Halle 1, dass die Besucher erfahrene Praktiker von der DOG befragen, was sie denn falsch oder richtig machen rund um das Thema Orchideen. Das ist so eine Orchideensprechstunde hier auf der Bühne. Und dann haben wir am Freitag, den 24., haben wir Vorträge, Fachvorträge, die wir auch hier auf der Bühne machen. Das hat sich auch sehr bewährt. Es gibt immer wieder Leute, die setzen sich dann hin und hören zu. Aber es sind wirklich sehr interessante Vorträge. Wir hören also zum Beispiel Kultur im Kalthaus von einer bestimmten Orchideenart aus Neuguinea von einem Herrn Professor Dr. Karl Stetter, der das aber sehr volksnah präsentiert. Und dann haben wir den großen Bluff über die vielfältigen Täuschungen von Bestäubern. Sie wissen ja, die Orchideen sind an und für sich sehr, sehr friedliche Blumen, aber den Bestäuber führen sie doch gerne an der Nase herum. Und das zeigt dann Herr Dr. Gerlach vom Botanischen Garten München in einem eindrucksvollen Vortrag. Und zum Schluss haben wir dann an der Vortragsreihe chinesische Zimbidien, das ist ein von Herrn Dr. Perner, der in China lebt und der uns dort was über diese Orchideengattung erzählen wird. Und wir haben abends an dem Freitag von 19 bis 23 Uhr die Nacht der Orchideen. Und wer das noch nicht gesehen hat, für den ist es wirklich ein ganz toller Tipp, denn es ist zauberhaft. Das Licht wird ganz abgedunkelt und die Stände präsentieren sich in einem eindrucksvollen Licht. Das ist wirklich zum Flanieren und zum Abschalten eine ganz tolle Gelegenheit. Ja, ansonsten haben wir auch wieder einen Umtopfstand und die Leute werden also beraten um und über die Orchideen. Ja, und wenn noch Fragen sind, beantworte ich die Ihnen gerne. Ansonsten vergessen Sie nicht, bevor Sie hier den Raum verlassen, Ihren Orchideengruß mitzunehmen, den Sie sich dort aussuchen können. Vielen Dank.
Danke, Herr Treter. Wenn wir mal bei den Blumen bleiben, wir haben natürlich nicht nur Orchideen, Sie haben auch alles, was sonst blüht und gerade jetzt im Frühjahr, was sozusagen noch frisch herauskommt, Blumen in jeder Form. Und wir freuen uns sehr, dass da der FDF unser Partner ist seit vielen Jahren und sich wieder hier auf der Messe präsentiert und diese Möglichkeit und diese Bühne natürlich auch nutzt, um sich zu präsentieren, aber auch seinen Mitgliedern die Chance zu geben, hier vor Publikum aufzutreten beziehungsweise auch auf sich aufmerksam zu machen. Was ist da alles geplant in diesem? Ja, wir freuen uns sehr, dass wir jedes Jahr diese Möglichkeit bekommen, uns hier zu präsentieren in diesem wundervollen Ambiente der Orchideenhalle 1. Und ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen im Namen des Fachverbandes der Deutschen Floristen, Landesverband Sachsen. Wir haben eine ganze Menge dieses Jahr geplant. Das Wichtigste, das hat Herr Finger schon erwähnt, wir haben wieder unsere sächsische Landesmeisterschaft der Floristen, die 13. inzwischen. Das Thema ist dieses Jahr Floristik für Generationen, ganz bewusst gewählt, weil wir hier sehr, sehr viele Besucher haben, viele Verbraucher haben und wir wollen mit den unterschiedlichen Werkstückthemen entsprechend auch die verschiedenen Zielgruppen ansprechen. Weil Gründe, um Blumen zu schenken oder geschenkt zu bekommen, gibt es das ganze Leben lang. Und um den aktuellen und schönen Slogan der Fleurop AG zu nutzen, jeder verdient Blumen. Denn schon das Lächeln, das der Beschenkte unwillkürlich zeigt, wenn man Blumen verschenkt, ist ganz besonders schön. Und deswegen habe ich auch für Sie einen Gruß mitgebracht, den Sie sich dann auch gerne unten mit wegnehmen dürfen. Am Donnerstag geht es ja bereits los, dann arbeiten die sächsischen Landesmeister auf den Flächen hier links und rechts neben der Bühne. Sie werden einen Tischschmuck arbeiten, ganz spannend, weil sie haben die Vorgabe, den Tisch selber zu erstellen aus Spanplatten. Also sie haben also alle das gleiche Grundmaterial und wir sind sehr, sehr gespannt, was dann an verschiedensten Werkstücken herauskommt. Das Thema ist hier Kaffeeblausch für jung gebliebene Floristkolleginnen. Besonders romantisch wird es am Freitag. In dem wundervollen Ambiente der Nacht der Orchideen in der Messehalle entsteht die zweite Wettbewerbsaufgabe hier auf der Bühne, und zwar ein Brautschmuck. Die blumigen Kreationen werden von Models und mit Kleidern von Braut- und Festmoden Dresden präsentiert, also eine rundum wunderbare Sache am Freitagabend. Samstag ist der eigentliche Wettkampftag und nach einem Gesteck für ein Buffet anlässlich eines 40. Geburtstages eines Mannes, einem Geschenkstrauß für einen 18. Geburtstag sowie eine Pflanzarbeit wird der Wanderpokal an die neue Landesmeisterin oder an den neuen Landesmeister weitergegeben. Am Sonntag werden die Teilnehmer der Landesmeisterschaft hier auf der Bühne ein Feuerwerk beim Schaubinden entzünden. Ich denke, da ist dann die große Last runter von denen und die werden viel, viel Spaß am Arbeiten und werden viele tolle Werkstücke arbeiten, die entsprechend moderiert werden, erklärt werden. Es wird viele Tipps für den Verbraucher geben in Sachen Blumenkauf, Blumenschnitt, Blumenpflege und entsprechend auch ganz heiß begehrt eine Versteigerung, die immer sehr gut angenommen wird. Ja, das ist aber noch lange nicht alles, denn wir haben altbewährt und eigentlich fast nicht mehr zu verbessern den Straußwettbewerb, der um das Areal der Sitzflächen schon viele, viele Jahre präsentiert wird. Dieses Jahr haben wir das Thema federleicht und großartig. Passend zum Thema habe ich auch ein Fotomotiv mitgebracht. Das ist noch kein Strauß, aber die Sträuße gibt es erst am Donnerstag zu sehen. Aber das Gesteck, das können Sie gerne schon als Fotomotiv nutzen. Und das hat die Landesmeisterin von 2014, Diana Lehmann aus Coswig, gearbeitet. Ja, und das Thema federleicht und großartig ist eine Wortspielerei und wir sind auch hier sehr gespannt, was unsere fast 40 Kollegen, die sich angemeldet haben, an tollen Sträußen uns dann ja morgen Abend anliefern. Ganz gut angenommen wird beim Straußwettbewerb immer die Besucherwertung. Wir haben eine riesige Nachfrage an Bewertungszetteln. Die Besucher schauen ganz genau sich die Sträuße an und schauen nach ihrem Lieblingsstück. Hat aber auch den Hintergrund, dass es immer einen tollen Preis dann zu gewinnen gibt. Denn ein Besucher erhält zwei Karten dieses Jahr für die Boom und Style schon 2018. Aber denke ich schon eine ganz schöne Sache, weil die Messe ist auch sehr toll. Ja, und
Was wir auch wieder ganz neu dieses Jahr haben, wir werden mit Fairtrade-Blumen eine Fläche gestalten. Fairtrade ist ein Begriff, der eigentlich allen bekannt ist. Auch das Fairtrade-Siegel ist den meisten, denke ich, bekannt. Aber was verbirgt sich wirklich dahinter? Und aus diesem Grunde haben wir eine Fläche mit über 500 Fairtrade-Rosen, die gestaltet werden, auch von der Johanna Lehmann aus Coswig. Und passend dazu werden Bilder aufgestellt als Hintergrund, Bilder in einer Caseintechnik, also eine ganz besondere, ziemlich verloren gegangene Technik. Es sind traumhaft schöne Bilder als Hintergrund, die wir einfach dann mit da aufstellen. Ja, und es wird einen Promoter geben, der natürlich zu dem Thema Fairtrade den Besuchern Frage und Antwort geben. Und das wird eigentlich, denke ich, auch eine ganz, ganz wichtige und gute Sache, weil Fairtrade-Rosen spielen immer mehr eine Rolle bei uns in den Blumenläden und wir möchten es einfach viel mehr an den Verbraucher heranbringen. Ja, das wäre es von meiner Seite zu unseren Aktivitäten hier auf der Bühne und rings um die Bühne. Ja. Danke, Frau Löwe. Ich musste extra nachgucken, muss ich sagen. 10 Jahre, wenn wir dann nächstes Jahr 10 Jahre zusammen sind, dann ist das ja die Rosenhochzeit, habe ich extra nachgeguckt. Das heißt also, nächstes Jahr wäre dann das Thema Rosen sozusagen dran. Gut, ich bin immer offen für neue Themen und jedes Jahr denken wir, das ist nicht mehr zu toppen, es gibt kaum noch Themen, wir haben schon alles gehabt. Nein, es gibt immer wieder ganz spannende neue Sachen. Also ich werde es sofort aufschreiben und das Thema Rose in den Vordergrund stellen. Okay, danke. Wir hatten jetzt, sag mal, von den Orchideen zu den normalen Blumen, die es also... Orchideen sind auch normale Blumen, ich will das jetzt hier nie falsch verstanden wissen. Aber wir kommen jetzt mal sozusagen in den Garten, in den das, was zwar auch viel mit Blumen zu tun hat, was viel mit Grün zu tun hat, was bei uns zu Hause auch viel mit Erde zu tun hat, also sozusagen in die Niederungen. Der Verband der Gartenfreunde in Dresden in der Halle 3 mit einem sehr, sehr umfangreichen Programm, habe ich gesehen. Und aufgefallen ist mir ganz besonders ein Fachtag Bildung, der dort auch mit stattfindet. Und was gibt es sonst so alles in Ihrer Halle zu sehen? Ja, wir sind seit 2012 auf der Dresdner Messe vertreten und freuen uns immer, hier das Kleingartenwesen präsentieren zu können. Aus dem einfachen Grund, um auch zu zeigen, das Kleingartenwesen, das sind nicht nur Beete mit Kohlrabis oder irgendwas, sondern das Kleingartenwesen hat auch soziale Aspekte und umfasst alle Bereiche unseres täglichen Lebens. Denn es sind ja die Bürger, die in der Stadt leben, die auch die Kleingärten bewirtschaften. Und das wird oft immer so verkannt, man denkt, das sind bloß ein paar Leute, die Gartenzwerge sammeln. Seit letztem Jahr haben wir das Thema geändert und haben gesagt, Erlebniswelt Kleingarten, weil ja in den Kleingärten mehr passiert als nur der Anbau von Obst und Gemüse. Gerade in Ballungsgebieten wie Dresden und so sind immer mehr junge Familien, die in die Gärten kommen. Und da sagt man sich, wo junge Familien sind, da sind auch Kinder. Für die Kinder muss ich was bieten. Also müssen wir die Vereinsflächen so gestalten, dass sie auch familiengerecht sind. Aus diesem Grund haben wir seit dem letzten Jahr auch Spielplatzbauer mit bei uns auf der Fläche, die auch real einen Spielplatz zum Anbauen, zum Anfassen und zum Benutzen aufbauen und der auch voriges Jahr sehr gut angenommen wurde und wir hoffen, dass das dieses Jahr wieder so gelingt, was eigentlich, wo man denkt, mit dem Kleingartenwesen gar nicht so zu tun hat, aber einfach in diese Gesamtproblematik mit hineingehört. Wir haben, der Herr Finger hat schon angesprochen, ab diesem Jahr auch ein Rahmenprogramm im Saal St. Petersburg, wo es nicht nur um Arbeit mit dem Gartennetzwerk geht, im Bildungstag, da geht es um Naturerziehung, da geht es um den Umgang mit Lebensmitteln und vieles mehr, was auch teilweise für die Messebesucher mit öffentlich genutzt werden kann, neben einem ganztägigen Bühnenprogramm, also über den gesamten Messezeitraum und immer im Wechsel zwischen Kultur, was im Kleingartenwesen auch gibt, und Fachvorträgen. Eröffnet wird die ganze Sache durch die Frau Helma Bartholomei, bekannt aus der MDR-Serie hier, Querbeet mit der Fragestunde. Sie wird auch auf der Messe am Donnerstag und am Sonntag dem Publikum zu Fragen zur Verfügung stehen und Fachvorträge halten, neben natürlich auch den Fachberatern aus unserem eigenen Verband, die das Ganze bereichern.
Wir haben am Wochenende, Sonnabend und Sonntag, das Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie als Gast auf der Fläche und am Sonntag das Julius-Kühn-Institut, bekannt als das Grüne Forum in Pillnitz. Sie werden vorstellen, neue Züchtung an Apfelsorten, auch welche für direkt speziell für den Kleingarten. Und es wird auch wieder den Wettbewerb geben, um den schönsten Apfel. Und das Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie erforscht hier das Marktverhalten. Es werden Äpfel vorgestellt, rein nach dem Aussehen. Wie werden die bewertet? Und ohne Namen und ohne Nennung sind sie aufgeschnitten und werden nach dem Geschmack bewertet. Und man kann so herausbekommen, welcher Apfel schmeckt wirklich. Und dann natürlich in der Auswertung auch die Hinweise, das sind Äpfel, die ich im Kleingarten anbauen kann, das sind welche, die mehr im freien Gelände wachsen. Also die gesamte Palette wird dort angeboten, nicht nur speziell für Kleingärtner, sondern auch für alle, die sich für Grün interessieren und so weiter. Natürlich hat ein wesentlicher Schwerpunkt Obst- und Gemüseanbau mit der Fachberatung über das ganze Jahr. Da geht es von der Anzucht bis hin zur Ernte und zur Verarbeitung. Und da ist dies ja neu. Wir arbeiten zusammen mit an der Initiative vom Staatsministerium für Landwirtschaft und Umwelt. Da geht es um Lebensmittel sind wertvoll. Der einige oder andere wird das vielleicht schon mal gehört haben. Da gibt es dann die Unterkapitel, so schmeckt sächsisch. Wir sagen jetzt, so schmeckt es aus dem Kleingarten und werden speziell dazu eine Verkostung durchführen an allen Tagen mit Gartenprodukten. Und werden auch sagen, wie man Gartenprodukte konservieren kann, von Dürren bis zum Einsalzen und so weiter. Unterstützt werden wir hier auch von dem Naturzentrum Freital, die speziell auf gesunde Ernährung ausgehen. Und es wird auch der Arbeitskreis Lebensmittel des Landes Sachsen hier einen Vormittag im Saal St. Petersburg verbringen und dazu beraten, wie Lebensmittel sind wertvoll sachsenweit umgesetzt werden kann. Das heißt, wir sind eigentlich geöffnet für die gesamte Breite der Gesellschaft und das wollen wir in dieser Halle verdeutlichen. Mit vielen Partnern, wie schon angesprochen, OBI, man braucht einen Baumarkt, da geht es weniger um, ich sag's mal, Werbung für OBI, hier geht es darum, es ist ein Baumarkt, der das Gartenwesen sehr unterstützt und das eigentlich auch erst ermöglicht, genau wie die anderen, wir arbeiten alle ehrenamtlich, das hier finanziell und materiell zu stemmen. Und unsere Halle sieht genauso aus wie die hier und die soll am Donnerstag eine blühende Halle sein. Wir werden es auch wieder hinbekommen, wer da mal durchlaufen will, da kann das dann vergleichen, wie das Donnerstag aussieht und wie es jetzt zur Zeit aussieht. Wir warten jetzt noch auf die Laube, die wir aufbauen wollen, original. Und wir müssen die aufbauen bis Donnerstag. Und die wird wahrscheinlich heute Abend geliefert. Da kann sich jeder vorstellen, was auf die ehrenamtlichen Helfer alles noch drauf zukommt. Aber wir sind optimistisch, dass wir eine Erlebniswelt Kleingarten präsentieren, die ansprechend ist und den Bürgern sagt, ja, es lohnt sich, in Dresden einen Kleingarten zu nehmen, in einen Verein einzutreten. Es ist ja alles gar nicht so schlimm. Es ist die Entspannung gegen die Hektik am Tag und in der Stadt. Und das ist unsere Aufgabe. Danke. Besten Dank, Herr Seifert. Also wir haben keine Zweifel daran, dass das am Donnerstag alles blüht und alles hervorragend fertig ist. Ich möchte gerne noch die Möglichkeit nutzen und Sie darauf hinweisen, wir haben in allen drei Hallen jeweils eine Bühne. Also wir sind hier in der Halle 1 auf der großen Bühne. Hier wird am Donnerstag die Orchideentaufe um 11.30 Uhr stattfinden. Es wurde schon angesprochen, Johnny Hill ist in diesem Jahr der Taufpate. Er wird sowohl die Taufe vornehmen, als auch danach ein kleines Konzert geben. Das gleiche dann auch am Freitag, also dann ohne Taufe, nur Konzert. Wir haben ansonsten wird hier auf der Bühne das Schaubinden vom FDF und die Versteigerung stattfinden, die Siegerehrungen und eine Vielzahl von Vorträgen. In der Halle 3 ist die Bühne des Fachverbandes, der mit sehr, sehr vielen Vorträgen und sehr interessanten Themen belegt wird. Und in der Halle 4 haben wir eine Bühne sozusagen als buntes Programm. Dort wird es querbeet von Tanz über Gesang, Blasmusik bis hin zum Puppentheater alles geben. Also sozusagen in der Familienhalle, wo man sich dann auch mal hinsetzen kann, wo man auch entspannen kann. Mir bleibt noch zu sagen, Öffnungszeiten sind Donnerstag bis Sonntag, jeweils von 10 bis 18 Uhr. Sie finden die Informationen auch alle noch in der Pressemappe. Wie gesagt, die Orchideentaufe am Donnerstag. Darauf hinweisen möchte ich auch nochmal auf die Nacht der Orchideen am Freitag von 19 bis 23 Uhr mit einer ganz besonderen Atmosphäre und mit einem ganz besonderen Stil, mit dem Glas Sekt durch die Halle zu gehen und sich Orchideen anzugucken bei einer ganz besonderen Atmosphäre. Das lohnt sich auf jeden Fall.
Eintrittspreise, Erwachsene 8 Euro, ermäßigt 6,50 Euro. Es gibt Familienkarten, Single-Familienkarten, es gibt Gruppenkarten. Am Donnerstag ist ein Seniorentag mit ermäßigten Eintritt für Senioren und in die Nacht der Orchideen ist der Eintritt auf 10 Euro. Die Frage, die wahrscheinlich immer noch kommt, wir haben in etwa 350 Aussteller insgesamt. Wir hatten in den letzten Jahren, das schwankt, das hat Messe hat auch was mit Wetter zu tun, entweder zwischen 45.000 und 55.000 Besucher. Wenn wir in dieser Spanne wieder liegen, sind wir sehr zufrieden. Und wir hoffen eigentlich, dass wir wieder in dieser Spanne liegen und bauen natürlich auch darauf, auf Ihre Berichterstattung. Und wir bauen auch immer auf ein bisschen schlechtes Wetter, weil das ist immer ganz gut für eine Messe. Wenn Sie jetzt Fragen an uns hier vier hier vorne haben, dann können wir das gleich tun. Wir können das aber auch dann im Nachgang da unten bei einem Brötchen im individuellen Gespräch machen. Aber bitte. Zwei kleine Fragen. Gibt es von den Bildhäusern irgendwelche Zahlen? Sagen ja, dass das so angenommen wird? Nee, ich kann Ihnen zu viel leider überhaupt keine Informationen geben. Das ist also eine relativ spontane Geschichte, die entstanden ist, aber freuen wir uns ja drüber. Wir werden aber auf jeden Fall professionelle Leute da haben, die dann ganz viel Informationen geben können. Also ich bin da selber auch sehr neugierig, weil ich mich damit auch noch wirklich noch gar nicht so richtig beschäftigt habe. Also es ist wirklich so ein Novum, dass man das mal so sowohl den Floristen zeigt und wir haben auch viele Kollegen hier, aber auch den Verbrauchern wirklich nahe bringt. Ja, es gibt also, es gab bestimmt 10 Aussteller, denen wir absagen mussten. Ne? Weil wir können es auch nicht ins Unermessliche treiben und wie gesagt, wir wollen Qualität. Und ja, vor allen Dingen gucken wir uns die Bewertung an. Wir haben ja am Donnerstagabend eine Ausstellungsbewertung, wo ein Gremium alle Stände bewertet. Ja? Zwischen Bronze, Silber oder Goldmedaillen. Manche kriegen auch nichts. Ja? Und dann schauen wir bei denen, die nichts kriegen, die schlechtesten uns noch an. Und die behalten wir uns vor, dann nicht wieder einzuladen. Oder auch nicht jedes Jahr einzuladen. Ja, der Kollege hatte sich dort bemerkbar gemacht, also es wird auch Hunde geben, und zwar in der Halle 4 dann. Ansonsten würde ich Sie nur noch mal hinweisen, da läuft gerade der Springbrunnen mit dem blühenden Baum in der Mitte. Also das wird eines unserer Highlights, hoffe ich zumindest, werden hier in dieser Halle umgeben von Orchideen und hoffentlich auch mit einem sehr, sehr schönen Fluidum. Und davon gehen wir aus. Das wäre es eigentlich, wenn jetzt von Ihrer Seite keine Fragen mehr sind. Dann bedanke ich mich recht herzlich, dass Sie gekommen sind. Wir sehen uns dann sicherlich da unten nochmal beim Häppchen und einen schönen Tag noch. Danke. Danke.